Hallöchen, Sebastian hier. Willkommen zu einer neuen Folge, nämlich Heft Nummer 3 für Terminator T-800 vom Verlag Hachette. Ja, es geht weiter und zwar bekommen wir heute Bauteile für den rechten Arm und die ersten Teile für den ersten Finger. Das alles hier in diesem kleinen Tütchen drin. Mit einem Batteriefach und einer kleinen Testplatine. Ich habe da schon mal ein bisschen reingelinst. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Wenn es euch gefällt, teilt das Video auch gerne in den sozialen Netzwerken und mit euren Freunden. So, jetzt kommt da gerne ein Stück ran. Und dann machen wir mal das Tütchen auf und holen mal die Teile aus raus. So, da ist jede Menge dabei. Wir haben jetzt hier einmal das Batteriefach. Ne? Können wir alles rausholen hier. Und dann können wir auch gleich mal reinlinsen, was wir hier für Batterien brauchen. Gegebenenfalls kann ich da nämlich gleich zwei Akkus reinpacken. Ah ja, da kommen drei kleine rein, das passt. Dann bestücke ich das gleich mal eben, weil ich habe nämlich extra so ein 20er Pack, waren es 20? Ja, ich glaube, hier in der elektronischen, also nicht in der elektronischen Bucht, sondern bei einem anderen Anbieter, Akkus zugelegt. Die schon alle geladen, weil ich immer nur zwischen den Modellen am Hin- und Her wechseln bin, weil mir immer irgendwo Batterien fehlen. Oder Akkus entsprechend. Ne? Und dann habe ich mich jetzt dazu entschieden, da meine Großpackung zu holen. Und dann muss ich auch nicht jedes Mal die Batterien immer hin und her wechseln. So. Okay, also Batteriefach haben wir einmal schon bestückt. Dann haben wir einmal hier diese Testplatine. Da können wir wahrscheinlich die LEDs nachher schon testen. Ich werde die schon mal hier anstecken. So. Okay, das dazu. Dann haben wir hier zwei Schrauben, aber so ganz große. Wahrscheinlich nur eine brauchen. So, was haben wir denn dann noch dabei alles? Wir haben Komponente A, B, C, D, E für den rechten Finger. Und zwar sind das die Teile 3,7, also sprich diese kleinen Schnuffis hier. Dann, obwohl, nee, fangen wir mal kürzer an, was wir alles nicht für den Finger benötigen. Und zwar ist es einmal dieses Teil, die 3,2, 3,3. Und 3,1, die brauchen wir für den Arm und der Rest ist alles für die Finger. Gut, also fangen wir mal an. Das ist jetzt zur Abwechslung mal ein Teil aus Metall. Das ebenfalls. Das auch. So, also wir legen uns dieses Teil einmal hin, dann die Röhre, aber mit dem Absatz weg von dem Teil und diesen Bolzen hier plus die dicke Schraube hier. Und stecken das Ganze jetzt einmal hier so zusammen. Und müssen die Schraube jetzt einmal hier durch diesen langen Bolzen durchführen. Und genau das Schraubloch von dem Teil hier unten treffen.
Okay, das ging sehr gut. Dann haben wir das schon mal fertig. Okay, so, wir dürfen im nächsten Schritt, nämlich Schritt 6, 7 und 8, die LEDs testen von den Augen. Dafür stecke ich jetzt einmal die erste, sofern sie denn hier mal drauf passen will, LED hier dran. Ich mache jetzt mal hier an. Und da sehen wir schon, das funktioniert super. Dann ziehen wir die mal ab und machen die andere dran. Und die sollte normalerweise auch gehen, das tut sie. So, da sehen wir, das andere Augen leuchtet. Das andere Augen leuchten, leuchtet, Dingens leuchtet. Ne? So, okay, also das funktioniert wunderbar. Dann können wir uns jetzt um die Bauteile für den Finger kümmern. So, wir brauchen einmal die Teile hier. Ich sortiere es jetzt mal gerade mal eben auf, wie es in der Bauanleitung abgebildet ist. So, dann kommt dieses Teil. Danach dieses. Anschließend dieses. Halt, so rum. Nee, so. Dieses Teil hier, das letzte, das hat hier zwei so eine Zacken dran an der Seite. Seht ihr das? Hier und hier. Und diese Zacken müssen quasi weg von dem Ganzen zeigen. Dann brauchen wir noch hier aus dem Tütchen die Teile, die alle dabei sind hier. Und zwar das hier ans ganz links ans Ende. Und dann haben wir hier drei so eine Steckpins mit jeweils so einem aus Plastik oder so eine Art, so ein Gummiröhrchen hier oder so ein Plastikröhrchen. Die werden wir wahrscheinlich als Steckverbindung dazwischen setzen. So, also wir sollen einmal mit Sekundenkleber die Teile verkleben. Und zwar sollen wir das hier einmal auf diesen Bolzen drauf machen, wo anschließend diese Kappe drauf kommt. So, wie im letzten Video erklärt, muss ich das Ganze jetzt gerade mit dünnem Sekundenkleber machen. Okay, so. Passt doch nur in eine Richtung drauf. Dann die Tanker brauchen wir auch noch. Habe ich als Gegenstück. So, jetzt wird es etwas knifflig. Und zwar müssen wir jetzt einmal diese Plastikhülsen hier auf diese langen Stifte aufkleben. Was aber nicht so leicht ist. So, jetzt, nachdem die Finger hoch zusammenkleben, passt das Ganze. Allerdings muss ich sagen, die gehen eigentlich so schwer drauf, dass man das eigentlich auch weglassen könnte. Das Tolle ist nämlich an verchromten Metallteilen, dass die nämlich immer so ultra rutschig in den Fingern sind. So, okay. Wir werden jetzt dieses Teil mit diesem wie eine Art
Krücke hier zusammensetzen. Das lange Teil von dieser Seite hier einfügen. Zumindest ist das der Plan. So, ich werde mir mal vorsichtig hier mit einer Zange behelfen und die Teile etwas zusammendrücken. So, und dann kommt hier auf der anderen Seite dieses kleine Teil noch rein, aber das muss man definitiv kleben. Das rutscht nämlich sonst immer raus. So, und so verfahren wir eigentlich jetzt hier auch mit den nächsten Verbindungen 1 und 2, ne, und sichern die dann anschließend hier mit diesen kleinen Kappen. So, ihr Lieben, das war es natürlich auch schon wieder für Ausgabe Nummer 3. Wir haben jetzt hier eine Komponente für den Arm, einen ersten Finger, der natürlich auch noch beweglich bleibt, dank der Gummischarniere, die miteinander da alle verklebt sind drin. Kann man natürlich hier den Finger immer noch gut bewegen. Wir haben mit Hilfe einer Testplatine und Batteriefach die zwei LEDs der Augen getestet. Ne? Also normalerweise ist das noch nicht zusammengesteckt. Das kann man hier auch noch wieder runterziehen. Ne? Also das ist ja bloß zusammengesteckt erstmal. Das wird dann später wahrscheinlich noch verschraubt. Zumindest könnte ich mir das gut vorstellen. Ne? Aber alles zu seiner Zeit. Ja, in dem Sinne freue ich mich natürlich auf euch zur Ausgabe 4 wieder begrüßen zu dürfen. Da bekommen wir neue Komponenten für den rechten Oberarm. Also, sind wir mal gespannt, was da alles an Bauteilen kommt, beziehungsweise was wir von den Bauteilen letztendlich alles ja, brauchen, beziehungsweise verbauen dürfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, viel Spaß beim Nachbauen. Ade.